In den Keller! So, also theoretisch hat ja die Alte jetzt alles. Normalerweise müsste uns doch mal jetzt aber auch in Ruhe lassen, oder was? Oder? Warum? Na, du los, so hast du alles. Was willst du denn? Verstehe das nicht. Echt nicht. Jedes Mal, wenn sie da draußen klingelt, ist es, glaube ich, so, als. Ja, das, ne? Ist die Sicherung da durchknallen? Ach, ist doch scheiße, ey. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich die Schaltplatte auflege? Vielleicht steht diese Tür da hinten auf. Hallo, Freunde. DJ Steve ist am Start. Der Wiener Walzer von Strauss, bin ich der Meinung. Okay. Scheinbar so. Mann, man konnte doch nicht aufs Zoom, oder? Ah, jetzt die Kamera haben. Richtig. Also mit den Surround-Kopfhörern hört man sehr gut, in welche Richtung man irgendwie gehen muss. Bin ich der Meinung, ob das nachher hinhaut? Ist
It's not right. Aber da muss ich schon mehr sagen, das ist schon mehr ganz cool eigentlich, dass sie dich durch die Musik. Weil wenn ich so eine Scheiße sehe, würde ich jetzt spontan mal sagen, da gucke ich doch mal auf YouTube, wie ich da durchkomme. Ne? Aber so wirst du eigentlich sehr schön geführt, bin ich der Meinung. Also, Chapeau nochmal an die Entwickler. Ach, nö, schön. Dänische Bettenlager. Toll. Ach, ey, wieso denn? Ihr wisst, was ich jetzt sagen will. Irgendwie, wenn das Feuerzeug nicht funktioniert. Ja, und nun, was haben wir jetzt hier? Was gibt's hier? Der Nimbus 2000! Hm. Hallo? Also entweder hat diese Frau massiv Meth zu sich genommen, oder ich verstehe, also das kann doch nicht die Mutter sein, das ist doch die Oma oder irgendwas. Wie alt ist diese Frau? 25. Crystal Meth macht's möglich. Nein. Der Mann ist tot, sie ist tot. Nein, das Baby. Nein. Mach doch nicht so was.
Das normale Schlafzimmer. Ich. Tatsächlich macht es ein bisschen betroffen, irgendwie, wenn ich so sehe. Also, ist du hörst halt diese Leidensgeschichte von diesem George irgendwie. Also, die Dolores ist ein menschlich überhaupt nicht näher gekommen, jetzt wirklich. Die ist einem tatsächlich so, nicht egal, aber. Schlimme Krankheit irgendwie, aber tatsächlich ist es George irgendwie, um den es jetzt mir wirklich leid tut. Und natürlich das Baby. Scheiße, das Baby ist hier im Kindsbett denn einfach gestorben, wird verhungert oder was? Freunde? Spieglein, Spieglein? Ja! Ende von Dolores Kapitel. Und damit hat sie sich dann endgültig aus diesem Leben verabschiedet. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hauptinhalt des Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Von uns allen im Sad Square Studio. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Cool. Also, ein wahnsinnig krasses Spiel. Ein wahnsinnig intensives Spiel, muss ich sagen, an der Stelle. Es ist. Schwer zu vergleichen. Wirklich. Ich bin der Meinung, ich habe noch nie irgendwas Intensiveres gespielt. Irgendwie. Ein ganz großes Dankeschön an Z-Square. Und diese, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei Mann sind es, die jetzt irgendwie dann rumwerkeln, irgendwie an diese. Oder für diese krasse Erfahrung irgendwie. Das war, ich glaube, jetzt kommt erstmal so schnell, und das sage ich jetzt, erstmal nichts ran irgendwie. Ich bin gespannt, wie die Vollversion aussehen wird. Ich bin tatsächlich gespannt, ob ich das spielen werde, weil also die Early Access, die hat mich jetzt schon mitgenommen irgendwie. Das war viele krasse Sachen mit bei gewesen irgendwie. Und ich, also ihr merkt, ich bin noch richtig, ich wüsste jetzt ja nicht, was ich sagen soll irgendwie. Ich bin noch relativ geflasht. So, und theoretisch müsste jetzt ja eigentlich alles hier recht entspannt sein. Was ist dies? Der Safe-Schlüssel. Und ich bin der Meinung, das war gerade der gleiche Sound, als wenn du bei Silent Hill etwas aufnimmst. So, ich bin der Meinung, den Hammer kann ich jetzt mal wegpacken. Der Safe-Schlüssel. Open it. Basement. Ja. Raum 302. Ach komm, Alter. Und wer wartet da? Walter? Wartet da Walter auf mich? Ja, es. Raum 302. Was ist denn hier mit den Schubladen passiert? Was ist denn da passiert? Freunde? Bier! Ja, dann nehmen wir mal. Schwupp. Ein galanter Sprung hinüber.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal. Jetzt kommen wir wieder. Ja, jetzt kommen wir wieder normal runter. In den Keller. Weil ist aber, wo ist Raum 302? Also das ist bestimmt der Raum, wo wir ständig immer und immer wieder ankommen. So, an der Stelle. Also tatsächlich weiß ich jetzt nicht, was mich erwarten wird irgendwie, aber ich lehne mich weiter aus dem Fenster und ich sage, es... Naja, nee, ich sag mal erstmal nichts. Mal gucken. Okay, gut, ich muss... Ja komm, Alter. Das ist Silent Hill 4, The Room. Ach, wie geil, Alter. Das ist doch mal, das ist cool irgendwie. Das ist halt toll. Habt ihr cool gemacht. Schön. Nice. Kann ich jetzt hier reingehen? Weil schon... Was nu? Was jetzt? Das ist schon scheiße, Alter. Aber hey, nochmal wirklich eine coole, also eine Anspielung ist es ja noch nicht mal. Das ist ja ein cooler Kniefall wahrscheinlich von dem Spiel, was euch inspiriert hat. Silent Hill 4, The Room, klasse Spiel. Ja, super. Ich sage Dankeschön für Zugucken. Mir hat's mal so minder Spaß gemacht, wie ihr mitgekriegt habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.